Sie, ihr seht mich auch heute hier wirklich verschwitzt. Ich war heute schon arbeiten, dann muss ich mit der Bahn herfahren. Die Klimaanlage hat zwar funktioniert, aber gleichzeitig saßen unheimlich viele Kirchentagsbesucher um mich herum, was mich natürlich auch wieder ins Schwitzen gebracht hat, weil ich mir das ganze Gerede anhören musste. Ich werde relativ wenig aus diesem Buch vorlesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es der ein oder andere schon kennt, vielleicht schon mal gesehen hat. Ich werde auch nur zum Abschluss etwas von meinem neuen Buch erzählen. Dieses neue Buch habe ich vor wenigen Wochen erst fertiggestellt. Ich gehe Bundestag. Ich habe ja im Angesicht der grausamen Welt, in der wir leben, meiner Tochter versprochen, die Welt für sie zu retten. Darunter mache ich es natürlich nicht. Ein bisschen Größenwahnsinn muss ja auch immer dabei sein. Ansonsten sollte man vielleicht auch kein Buch drüber schreiben. Ich werde trotzdem nur wenig dazu sagen. Die Texte liegen im Moment noch zur Prüfung bei den Abgeordneten, über die ich geschrieben habe. Es fehlt mir jetzt noch die Rückmeldung der FDP teilweise, es fehlt mir die Rückmeldung der AfD und es fehlt mir die Rückmeldung der Grünen. Ja, ich habe tatsächlich eine Woche Praktikum bei der AfD gemacht. Ich kann dazu natürlich später auch noch ein bisschen was sagen, aber wie gesagt, so. Zuerst mal habe ich euch was Wunderschönes mitgebracht. Das ist vor kurzem im Erzbistum Berlin entstanden. Man kann wahrscheinlich überhaupt nichts erkennen. Aber das ist auch nicht so wichtig. In der Mitte steht Gott mitten im Leben. Die katholische Kirche probiert es ja immer wieder. Und einige von euch wissen wahrscheinlich, dass mein Vater Kirchenmusiker ist. In einer katholischen Gemeinde. Und er kam irgendwann auf mich zu und sagt, du Philipp, ich habe da eine etwas pikante Frage an dich. Okay, sag ich, was ist denn? Also, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ja, Familie, pikante Frage und so. Ja, er sei angesprochen worden bei der Arbeit von einem seiner Vorgesetzten. Mein Vater ist ja Angestellter des Erzbistums Berlin. Und man würde dort ein Symposium starten mit der Frage, ob Gott denn mitten im Leben ist. Ich glaube, die haben es tatsächlich als Frage formuliert, ob ich teilnehmen würde. Und das hat mich in die wunderschöne Situation gebracht, endlich mal wieder einen ganzen Haufen Katholiken vor mir zu haben. Was in Berlin relativ selten passiert, wenn dann outen sie sich nicht, weil sie natürlich in der absoluten Diaspora leben. Ich glaube, 9% der Berlinerinnen und Berliner sind Mitglied der katholischen Kirche. Deswegen sind sie wohl auch relativ streng, weil sie da so eingefärbt sind. Sie nehmen das alles ziemlich genau. Ich will euch ein bisschen von dieser Veranstaltung erzählen, weil es meines Erachtens sehr, sehr gut veranschaulicht, wo die Kirche heute steht. Die haben sich also diesen Mann eingeladen, der die ganze Zeit am Rand stand und so gescribbelt hat und alles, was die Leute so gesagt haben auf diesem Symposium, in diese Dinger gebracht. Ich habe mich dort gesucht, aber ich glaube, die haben meine Sachen gar nicht mehr aufgeschrieben am Ende. Glaube auf dem Prüfstand, Leid, Existenz, vielleicht war ich hier irgendwo. Die Sache lief so. Ich werde eingeladen an einem wunderschönen Samstag, fantastisches Wetter, und muss nach Schöneberg fahren, ins schöne Schöneberg, wo überall tolle Cafés sind und nette Leute sitzen. Denke, so würde ich am liebsten meine Zeit verbringen. Wo muss ich aber hin? Nicht in eine Kirche, da wäre es ja wenigstens noch schön kühl gewesen. Das können Kirchen ja, schön kalt sein. Nein, ich musste in irgendeinen Hinterhof, wo schon die Leute, hallo, guten Tag, Herr Müller. Oh, was ist das, Herr Müller? Ne? Jetzt kennen die ja meinen Vater. Mein Vater ist seit 30 Jahren Chorleiter in der katholischen Gemeinde und alle kennen ihn. Herr Müller, Ihr Vater ist ja der eigentliche Pfarrer. Und das will ich aber nicht inhaltlich gewusst. Nein, 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 aber der hält ja die Gemeinde zusammen und so. Musste also da rein, habe ich erstmal ein Gespräch zwischen einem jungen Christen und einem jungen afrikanischen Christen, der war super cool, und dem Erzbischof Berlin, Heiner Koch, angehört. Das war so geil, weil es solche Gegensätze waren. Da saß eine Moderatorin, die hat ungefähr gar nichts gesagt. Da saß der Erzbischof, der hat immer versucht, den Kern des Glaubens auch nochmal aufrecht zu machen. Und der jüngste Typ hat einfach gesagt, Leute, wir müssen Gott auf Instagram bringen. Wir müssen Expressmessen machen, ja, so ungefähr Messe to go und so weiter. Und es war so deutlich, dass diese Art dieses jungen Typen irgendwie viel besser ankam, selbst in einem relativ alten Publikum, als das, was der Bischof immer wieder gesagt hat. Und ich war der Einzige, glaube ich, der in diesem Raum saß und einfach nur den Kopf geschüttelt hat und gedacht hat, ja, Leute, Expressmessen gibt es schon, es gibt auch schon Gott auf Instagram, das machen in der Regel eigentlich die Freikirchen. Die sind ja da sehr gut drin, das alles so ein bisschen anders aufzubauen. Dann bin ich aufs Podium geholt worden mit 4 weiteren Leuten, also 4 Leute plus ich plus Moderator, und wir hatten 25 Minuten auf diesem Podium Zeit, um kritische Worte zu sprechen.
Ihr könnt euch vorstellen, ich habe ungefähr 6 Sätze gesagt. Danach war die Sache durch. Dann muss ich 2 Stunden da noch sitzen und mir das weitere Gewäsch, Entschuldigung, dass ich es so sage, das weitere Gewäsch anhören, um dann nochmal an einem Workshop teilzunehmen, gottlos glücklich, Fragezeichen, um mir dann von Leuten sagen zu lassen, die kommunistischen und atheistischen Regime des 20. Jahrhunderts, ohne Gott könne man doch gar nicht, es wurden alle Standards runtergebetet, mit denen man so konfrontiert ist. Und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch haben denn, meldet euch doch mal, wirklich regelmäßig mit gläubigen, aktiv gläubigen Christen zu tun? Ach du Scheiße. Ist ja doch voll viel, ihr Armen, ey. Hier gibt's mehr, ja, ja, das ist eine ganz andere Gegend hier. Ich weiß, in Berlin ist das ja wirklich ein absolutes Randphänomen. Ich habe also an diesem Workshop teilgenommen, danach bin ich in den Hof geholt worden, wo gefühlte 45 Grad waren, habe mir vom Bischof ein Eis ausgeben lassen, habe mich für Vanille-Mango entschieden, der sagte, ach, das ist ja schön, Herr Möller, Sie haben die Bischofsfarben gewählt, die Erzbistumsfarben, weiß und gelb. Ja, sag ich, wissen Sie was, zum Glück falle ich auf Symbolik nicht rein. Da war ich natürlich sofort wieder beleidigt und so. Dann muss ich vor einer Kamera stehen und in die Kamera sagen, was ich von der Veranstaltung gehalten habe. Und ich bin mal gespannt, was Sie davon aufgenommen haben, weil das war ungefähr das, was ich euch jetzt erzählt habe. Also, kleiner Einblick in meine letzte richtig schön katholische Erfahrung. Ich habe, wie gesagt, kritische Worte. Es kamen tatsächlich auch Leute zu mir, die gesagt haben, ah, das ist gut, dass das endlich mal einer sagt. Wissen Sie, wir sind ja hier doch sehr eingepfercht in Berlin, wir paar Katholiken, wir brauchen auch mal harte Worte von außen. Dann kam eine Südamerikanerin, hatte gesagt, Herr Möller, ich habe sehr oft in YouTube gesehen. Nein, jetzt rede ich, jetzt hören Sie mal zu. Ja? Ich habe mir alles von Ihnen angehört, alles. Und ich muss sagen, ich respektiere Ihre Haltung. Aber Sie respektieren meine nicht. Nein, jetzt rede ich. Seien Sie ruhig. Ich sage Ihnen eins. Ich werde Sie in meine Gebete einschließen. Jeden Tag. Sie und Ihre Familie jeden Tag in meine Gebete einschließen, bis Sie gläubig sind. Da habe ich auch gesagt, wissen Sie was, gute Frau, verschwenden Sie Ihre Zeit nicht. Es ist doch einfach Quatsch. Und da stand eine daneben, die sagt, also ich bin auch katholisch, aber das war ja jetzt echt der Katholiban, nicht wahr? Also das ist da gut alles vertreten. Eine kam bedeutend netter, ach ja, und liberal. Und ich habe ja auch immer, ne, ich habe ja auch meine Probleme mit der, wie gesagt, Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich gehen, es ist spät, meine Family wartet, ich habe ja Kinder und so, die sind ja bei Freunden. Ich würde mich dann wirklich, ja, dann komme ich noch mit Ihnen mit. Und dann ist sie neben mir gelaufen und es dauerte keine 10 Meter, sagte sie, also ich war ja lange nicht katholisch, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin dem Herrn Jesus Christus begegnet. Kennt ihr diese Situation, dass Leute wirklich zu euch sagen, sie seien dem Herrn Jesus Christus begegnet? Nein? Ja? Nein? Wer hat sowas schon mal erlebt? Ah, doch, auch schon ein paar. Ja, ja. Es ist ein schräges Gefühl. Was sagt man? Also ich meine, ihr alle, ich gehe mal davon aus, ja, dass ich hier so ein bisschen Preaching to the Choir betreibe und dass wir alle ungefähr einer Meinung sind. Ja, das machen die auch so übrigens. Ja. Es war ganz spannend, als ich da saß, dachte ich nur, ist ein bisschen wie bei uns. Ja. Da treffen sich Katholiken, um vor Katholiken über den Katholizismus zu reden, während ich hier als Humanist vor Humanisten über den Humanismus rede. Wir sind natürlich viel besser und kritischer und unsere Argumente sind besser. Aber wie gesagt, das können die auch. Und ich finde es schon spannend, mal wirklich jemandem zu begegnen, der dann sagt, ich bin Herrn Jesus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, der Typ hat nie gelebt. Wie? Das ist mythologisch. Nein, Herr Möller ist eine historische Figur. Jesus von Nazareth ist vielleicht eine historische Figur. Aber Jesus Christus, der übers Wasser laufen kann und Wasser in Wein und was weiß ich, was der alles zaubern konnte, das ist natürlich eine mythologische Figur. Nein, sie ist ihm begegnet, habe ich ihr gesagt. Ganz ehrlich, andere Menschen würde man dafür zum Psychiater schicken. Und dann durfte ich gehen. Man muss ja schon ein bisschen frech sein, nicht wahr? So, ich war im Bundestag unterwegs, ich bin es auch jetzt noch, und habe natürlich den Damen und Herren Regierenden, wenn man Gender korrekt sagt, mal so ein bisschen auf die Finger geschaut, auch bei anderen Themen, aber natürlich auch beim Gottesthema. Wir werden nachher noch zum Paragraph 219a kommen. Ich weiß, ihr seid alle total informiert, aber ich muss es natürlich einmal erwähnt haben, weil es das oder eines der aktuellen Themen gerade ist. Und es ist schon spannend, welche Rolle das da spielt. Ich glaube, ich habe auch... Ja, genau. Wer kann mir sagen, was diese Frau letztens richtig Geiles gesagt hat? Also geil im Sinne von richtig scheiße. Da
dass die Wissenschaft unter christlichen Gesichtspunkten irgendwie beurteilt und gefördert wird oder irgendwie sowas. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Ja. Ich wiederhole mal, was sie gesagt hat, und zwar inklusive ihrem Fehler, den sie dabei gemacht hat. Freudsch, könnte man sagen. Wir lassen uns vom christlichen Menschenbild leiten. Und jeder technologische Fortschritt hat dahinter zurückzustehen, sagt unsere Bildungsministerin. Also schon fortgeschritten, dass die Frau, egal ob nun Mann oder Frau, diese Person eine absolute Fehlbesetzung ist, ist ein offenes Geheimnis im gesamten Bundestag. Aber ein solcher Satz demonstriert doch wirklich sehr genau, wo das Problem liegt. So, jetzt habe ich euch das hier mit. Es ist ein bisschen her. Wer erinnert sich gut dran? Ja, genau. Das hätte er wahrscheinlich nicht dazu schreiben müssen, dass er sich zu seiner bayerischen Identität bekennt und zu den christlichen Werten haben heute im Kabinett und so weiter. So, jetzt hat man das sich ja auf Twitter und in anderen sozialen Medien mal genauer angeschaut und hat sich ja seinen Scherz damit gemacht. Achtung, shocking image folgt und ich mache es dann auch sofort wieder weg, okay? Habt ihr es wahrnehmen können? Nein? Nochmal, soll ich es richtig lange stehen lassen? Haha. Entschuldigung, ich bin immer. So, ich lasse das jetzt einfach mal wirken. Söder mit einem Bekenntnis zu Grundwerten, Weltoffenheit und Toleranz, schreibt jemand dazu. Finde ich gut. Es ist wirklich, es ist ein bisschen Copyright und so weiter. Es ist eigentlich fies, ihm das da anzudichten, aber irgendwie gefällt es mir. Dazu muss man wissen, was Lauch bedeutet. Wer ist in der Jugendsprache beflissen? Weißt du es? Sag mal. Ja, Hänfling. Ein Hänfling, ja, genau, richtig. Also, der Lauch ist Gegenteil zu stabil. Wow, wow, du bist immer stabil. Stabil. Von Salat schrumpft der Bizeps. Bitte? Von Salat schrumpft der Bizeps. Gut merken. Liebe Vegetarier, dann hat jemand geschrieben, die CSU will Bayern vor religiösen Fanatikern schützen, indem sie in jeder Behörde gut sichtbar Kreuze aufhängen lässt. Genau mein Humor. Hat mir auch gut gefallen. Und im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen kulturellen Prägung Hamburgs deutlich wahrnehmbar, ein Fischbrötchen aufzuhängen. Es soll monatlich ausgetauscht werden. Und ich glaube, ein letztes gibt es noch. Das war richtig gemein. Genau. In jeder bayerischen Behörde muss ab 1. Juni ein Kreuz hängen und die AfD so, egal was für ein Kreuz. Ja, es fehlt ja nicht viel. Es fehlen ja immer nur ein paar Striche und so. Ne? Genau. Ach so, noch eins. Schade, dass Jesus nicht mit einem Feuerlöscher erschlagen worden ist. Ein Feuerlöscher gehört in jedes Büro. Entschuldigung, ja? Bisschen Respekt. Ehrlich. Ein bisschen Respekt vor. Nein, es handelt sich hier nicht um. Ich habe wieder Gespräche geführt. Du fängst dann immer wieder bei Null an. Schmidt-Salomon hat mir zwar beigebracht, Philipp, man soll sich so lange wiederholen, bis man verstanden wird. Bitte. Bitte kann mich jemand erlösen davon, wie immer wieder von vorne anzufangen. Es ist echt erstaunlich. Und ich habe gemerkt, und das ist vielleicht das, was ihr auch so ein bisschen als Mehrwert mitnehmen könnt. Ja, weil es ist ja tatsächlich so, dass ich euch inhaltlich nicht allzu viel Neues erzähle. Aber in meiner Erfahrung helfen tatsächlich harte Fakten. Die funktionieren. Ich habe eben im Zug gesessen. Rechts neben mir am Vierertisch saß ein sehr großer, bulliger Mann. Dann kam ein Mann, der sich dazugesetzt hat und der dann so nebenbei meinte, sagte der zu dem: Ach, ich darf Ihnen übrigens noch Philipp Möller vorstellen. Und ich so, hä? Was ist denn ein falscher Film hier? Da war das der Chefredakteur von IDEA. Philipp kennt es. Das ist der Informationsdienst der Evangelikalen Allianz. Netter Typ übrigens. Wirklich, der ist auch ganz locker und so. Ja? Und der hat sich da irgendeinen anderen Journalisten getroffen, dann haben sie sich ein Bierchen zwischengegangen und so. Es war irgendwie ganz nett. Daneben saß eine junge, sehr hübsche Frau und dann wurde die irgendwann von denen gefragt. Und wo fahren Sie hin? Ha, ich fahre auch nach Dortmund. Ich so, ach bitte nicht. Ja, ich fahre natürlich auf den Kirchentag. Haben Sie da Empfehlungen für mich? Fahren Sie schon öfter da? Und ich so, was willst du da sagen? Ja? Und dann saßen aber neben mir zwei,
sie mit so einem Sidecut und die Haare gefärbt und so. Ach, sagt sie, interessant, du fährst nach Dortmund. Ja, sag ich, allerdings auf den Ketzertag. Oh, der Ketzertag, was ist das denn? Da habe ich erklärt, Gegenveranstaltung und so weiter. Dann sagt sie, ich fahre ja auf den Kirchentag. Okay, sag ich, hätte jetzt nicht gedacht so, anhand deines Outfits, die war halt einfach cool. Dann meinte sie, ich bin jetzt Referentin dort. Und dann haben wir uns mal unterhalten. Und was sie alles nicht wusste, ist ja erstaunlich. Zu wie viel Prozent wird die Caritas und Diakonie von Kirchengeldern finanziert? Diese ganzen Basics, die wir natürlich alle im Schlaf, wenn man uns nachts weckt, Philipp, wie hoch ist die Caritas-Quote? Da sage ich natürlich, Hals, Maul, lass mich schlafen. Aber ich weiß es ja, ja. So, das wusste die alles nicht. Die wusste nicht, dass die Arbeitsrechte nicht gelten. Ach, wirklich? Also du, ich habe die evangelische Kirche immer als total liberal wahrgenommen. Sag ich, klar. Evangelische Kirche ist Zeitgeistkirche. Wenn die Gesellschaft liberal ist, ist die evangelische Kirche liberal. Wenn die Gesellschaft nationalsozialistisch ist, ist die evangelische Kirche nationalsozialistisch. Haben die Typen rübergeguckt? Oh, da sage ich. Wollen wir Laptop gesessen. Also ich bin ja gerne konfrontativ mit den Leuten. Ich versuche, ja, ihr braucht jetzt nicht denken, ach, der Möller, der wird jetzt alt und sanft. Der muss den Objektivdeckel abnehmen, genau. Der wird jetzt alt und sanft. Ich versuche ja mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl manchmal vorzugehen, ja, weil das ist ja so, du kriegst ja die Leute ansonsten auch nicht. Erstmal zuhören, Roger nennt sich das ja immer, erstmal recht geben, wenn die sich aufregen, oh, Herr Müller, und was die alles sagen und meinen Glauben beleidigen. Und so, ja, das verstehe ich, ja, nee, klar, das würde mir an ihrer Stelle auch so gehen. Dann richtig schön mit harten Fakten kommen. Es gibt ja einen schönen Spruch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Überzeugungen, die auf irrationale Art und Weise entstanden sind, wird man nicht lösen können mit rationalen Argumenten. Das merkt man dann leider auch oft, ja, dass man einfach nicht durchdringt zu den Leuten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten funktioniert, wenn man ja, mit Zahlen kommt. So, und Zahlen habe ich euch auch mitgebracht. Ich möchte auch Danke sagen. Danke, liebe Evangelische Kirche Deutschland. Ihr habt ein eigenes sozialwissenschaftliches Institut, das steht hier ganz klein, SIEKD, das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche Deutschland. So, das, also ich weiß nicht, ob die gewusst haben, was am Ende bei ihrer Studie rauskommt. Vielleicht hätten sie die Büchse der Pandora vielleicht doch besser nicht aufgemacht, aber jetzt sind die Zahlen da und jetzt können wir mit deren Daten arbeiten. Ich sage mal, wenn wir uns so eine Studie ausgedacht haben, ja, Herr Müller, Studien, Papier ist geduldig, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, bla bla bla, kann ich immer sagen, das ist eure Arbeit. Die fragen junge Menschen, 18 bis 27, wenn mich nicht alles täuscht, nach ihren Lebensgewohnheiten. Auch schon mal eine fantastische Überschrift, was mein Leben bestimmt. Ich, ja, herzlich willkommen im Individualismus. Herzlich willkommen außerhalb des Kollektivismus. Schön, dass ihr es schon gemerkt habt. Da haben sie natürlich irgendwie bei Getty Images ein paar junge, coole Leute rausgezogen. Selfie, komm her, soll ich ein Selfie von dir machen? Ja, immer schön Duckface. Aber die Zahlen sind ja geil. Da werden also 19 bis 27 Jahre alte Menschen gefragt. Das ist der Gesamtwert. Der Gesamtwert von allen Befragten sagt, dass 37% gar nicht religiös, finde ich schon mal eine gute Aussage, nochmal 24% weniger religiös. Das sind zusammen 61%. Dann haben wir teils, teils. Also bei teils, teils. Ja. Wenn man jetzt jemanden fragt, bist du religiös? Und er sagt, naja, teils, teils. Ich glaube nicht, dass das eine Antwort ist, die die Kirche zufriedenstellte. So, und dann haben wir nochmal 4% sehr religiös und 15% religiös. Das ist die Gesamtsumme. Aber jetzt gucken wir nochmal genauer ins Datenblatt. Und jetzt wird das ist wirklich der Moment, wo du als Pfarrer, wenn du überhaupt noch auf die Idee kommst, das zu studieren, zölibatär zu leben und so weiter, immer nur Messwein saufen, die armen Schweine, goldene Badewannen und so, wo du dir wirklich fragst, soll ich vielleicht mein Studium abbrechen, was Richtiges lernen? Ha! 18% der Menschen, der jungen Menschen, die Mitglied der evangelischen Kirche sind, bezeichnen sich als religiös. Bei den Katholischen sind es 21, bei den Muslimen immerhin 58. Ein Fünftel. Und das ist doch wirklich ein geiler Wert, mit dem man arbeiten kann. Deswegen sage ich immer schön mit Zahlen arbeiten. In Gesprächen mit Leuten.
die sagen, aber Herr Müller, sind Sie mal in Dortmund auf dem Kirchentag gewesen, ne? Haben Sie mal gesehen, Herr Müller, was da viele junge Leute unterwegs sind? Ja, habe ich. Es scheint noch ein paar zu geben, die treffen sich dann da mit dem grünen Schal. Aber wissen Sie denn, wie viel Prozent der jungen Protestanten, Katholiken tatsächlich religiös sind? Kann man sich einfach gut merken, 1/5. 18% bei den Protestanten, 21% bei den Katholiken. Und ich finde, das ist eine gute Zahl, oder? Ist die richtige Richtung? Was meint ihr? Deswegen, also zu sagen, wir haben uns noch keinen Millimeter bewegt. Ja, nee, genau, ich weiß. Aber ich finde es klug, auch von uns anzuerkennen, dass es einen Prozess gibt, einen Progress, einen Fortschritt in der Hinsicht. Denn die jungen Leute sind tatsächlich in den seltensten Fällen wirklich nur noch religiös. Und das finde ich eigentlich schon mal, das ist zwar gemein, aber ich finde es auch erfreulich. Genau, jetzt kommen hier Sätze aus der Studie. Du musst dir vorstellen, du bist Pfarrer und du liest das. Kirche muss sehen, dass die Gruppe der jungen Erwachsenen eigentlich so gut wie nichts mehr von ihr erwartet. Die setzen sich also im Erzbistum Berlin auf ein Symposium. Ich weiß nicht, was sie dafür ausgegeben haben. 22,50 Mark oder was. Ja, ein paar kaputte Mikrofone hingestellt und irgendwelche unbekannten Katholiken. Ist nicht so schlimm, aber die kommen ja zusammen, um daran was zu ändern. Und das habe ich denen auch gesagt, Leute, ihr könnt es ja noch probieren. Aber ich glaube nicht, dass es was wird. Ich habe auch gesagt, wenn ihr euch auf etwas zurückziehen wollt, ja, dann sage ich euch eins. Die Spiritualität, das ist eure Stärke. Die interessiert mich nicht, aber das ist eure Stärke. Das könnt ihr. Die Liturgie, ein Stück weit auch die Musik. Aber bitte haltet euch aus der Politik raus. Das hören ihr natürlich besonders ungerne. So, und hier lassen sich in diesen Einstellungen noch, wenn auch ferne Anklänge an christlichen Glauben erkennen, an die die Kirche in irgendeiner Weise anknüpfen könnte. Oder haben wir es hier mit einer erkennbar postchristlichen Generation zu tun? Das ist ein sehr schöner Begriff, eine postchristliche Generation, die fast alle Brücken zur Kirche abgebrochen hat. Vieles spricht für das Letztere. Und da kann man sich immer beziehen auf das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche Deutschland. Das gefällt mir eigentlich mit am besten daran. Die ist eine sehr hohe Absenderkompetenz. So, die Generation What hat zwei Zahlen hervorgebracht, die nochmal deutlicher sind. Generation What war eine Studie, die gestartet wurde, viel über die sozialen Medien gelauncht und im Fernsehen bekannt gemacht. Man konnte sich online beteiligen. Es gab eine sehr, sehr hohe Beteiligung. Ich glaube, 2 Millionen Teilnehmer haben in ganz Europa teilgenommen. In Deutschland wurden 180.000 junge Menschen befragt. In dem Fall war es, glaube ich, 18 bis 34 Jahre alt. Und die werden gefragt, kannst du ohne Gott glücklich sein? Sagen 79% ja. 79%. Und ich meine, klar, auch das ist jetzt, das sind ja alles mit so einer Aussage nicht sofort Leute, die so Hardcore-Atheisten sind wie ich oder so. Ne? Ja, nö, bin ich überhaupt nicht so. Aber, sondern die sagen, ja, ich kann ohne Gott glücklich sein. Ich finde, das ist eine relativ unreligiöse Aussage. Das sind 79%. Dann wird gefragt, wie hoch die jungen Menschen Vertrauen in verschiedene Institutionen, Banken, die Regierung und so weiter. Und dann wird eben auch gefragt, die Kirche. 2% der jungen Europäerinnen und Europäer sagen, ich habe hohes Vertrauen. Ich habe hohes Vertrauen in religiöse Institutionen. Es ist niederschmetternd. Es wundert euch nicht. Nein, okay. Alle so. Nö. Aber, und deswegen bin ich sehr froh, dass das hier gesagt wurde, dass man kann es ja auch wunderschön einfach dann auch betonen, was für ein Vertrauen. Man müsste da auch so ein Apostroph hinsetzen. Ja, was für ein Vertrauen. Von welchem Vertrauen reden die denn überhaupt? Es gibt es ja faktisch nicht mehr. Und wenn ihr in den nächsten Tagen Kirchentagsbesuchern begegnet, einige von euch sind ja auch wirklich unterwegs und begeben sich in Diskussionen. Ich denke, das kann man auch wirklich immer fragen. Ja, was denn überhaupt für ein Vertrauen, Leute? Generation What, 180.000 Teilnehmer in Deutschland, sagen 2%, dass sie hohes Vertrauen in religiöse Institutionen haben. Von wem sprecht ihr eigentlich? Finde ich ziemlich gutes Argument. Was für ein Vertrauen. Ja, wir haben aber auch Grund zur Freude. Im letzten Jahr haben wir zwei große Erfolge zu verzeichnen. Das EuGH erzwingt neue Regeln für Kirchenjobs. Dieses Urteil steht hier, könnte Folgen für hunderttausende Stellen haben. Also das System bröckelt. Die Arbeit, die Basta und Gerdia,
Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz leisten. Die fruchtet. Ja, und zwar können wir uns vor allen Dingen beziehen, nicht unbedingt auf die deutschen Gerichte, die sind da ein bisschen anders aufgestellt, sage ich mal vorsichtig, aber auf den EuGH können wir uns in der Hinsicht relativ gut verlassen. Schmidt-Salomon und Jacqueline Neumann haben dazu auch noch Neuigkeiten, die sind ja in den nächsten Tagen hier. Aber das war schon mal ein sehr schönes Urteil. Kurze Zeit später, zweite Ehe ist kein Kündigungsgrund. Auch das haben die EU-Richter. Und hier steht der schöne Satz, das Urteil der Europarichter ist von grundsätzlicher Bedeutung. Bisher hatten die Kirchen in Deutschland im Arbeitsrecht ein starkes Selbstbestimmungsrecht, nennen die das. Dies wird durch das Urteil aus Luxemburg deutlich eingeschränkt. Und das sind so die Punkte, bei denen ich denke, da können wir uns doch eigentlich drüber freuen. Hier ist die schöne Karikatur von Jacques Tilly dazu, Entlassung wegen Ehebruch. Auch das war den Leuten heute im Zug vollkommen unklar, dass das wirklich geht. Der Mann wusste es noch, aber sie, die wirklich dieses... schreibt Bücher, feministische Bücher, Gender-Theorien und so weiter. Die ist offensichtlich auch aktiv politisch. Das wusste sie nicht. Und wenn man spätestens, ehrlich gesagt, also Frauen, die über sich positiv über Religion äußern, sage ich auch immer, Leute, also das verstehe ich dann einfach erst recht nicht mehr. Ja? Wenn man sich als Mann da irgendwie noch ins gemachte Nest setzt und sagt, ja, wir sind ja hier Priorität, ne? Finde ich nicht gut, aber kapiere ich es wenigstens noch irgendwie. Aber als Frau Mitglied einer solchen frauenfeindlichen Sekte zu sein, das verstehe ich nun gar nicht. Ja. Und wieder haben wir den Bundestag hier. Die Aktion kennt ihr bestimmt auch gut. Auf der Rückseite, ja, Luther ist doch heute hier. Haben wir nicht noch ein schönes Zitat? Ich mache mir ja nur fertig. Ja. Es tut mir auch leid, Martin, dass das heute so warm ist. Weibern mangelt es an Stärke und Kräften des Leibes und Verstandes. Das Gesetz nimmt den Weibern Weisheit und Regierung. Dahin hat St. Paulus 1. Korinther 7 gesehen, da er spricht, ich glaube und gebiete ja nicht, sondern der Herr gebietet. Und Paulus 1. Timotheus 2, ich gestatte einem Weibe nicht, dass sie lehre. Wiewohl, wenn Weiber wohl beredt sind, das ist an ihnen nie zu loben. Es steht ihnen Bass an, dass sie stammeln und nie wohl reden können. Das ziert sie viel besser. Naja, aber wie nun? Die Gemeinde ist Christo untertan, also auch die Weiber ihren Männern in allen Dingen. Das ist wohl so und das wird sich auch in den nächsten 500 Jahren nie ändern. Ich sage ganz kurz mal was ganz Wichtiges. Das steht hier im Heiligen Buch. Und zwar geht es um das, was ihr heute so hochwohlgeboren Abtreibung nennt. Wenn man von den teufelsähnlichen Kindern erzählt, von denen ich wahrlich einige gesehen habe, so halte ich dafür, dass sie entweder vom Teufel entstellt, aber nicht gezeugt sind, sondern dass es eventuell auch wahre Teufel sind. Man solle diese Wechselbelger und Krieleköpfe ersäufen, denn solche Wechselkinder sind lediglich ein vom Satan in die Wiege gelegtes Stück seelenloses Fleisch, das denn nicht gedeiht, sondern nur frisst und säugt. Wer will das schon? Also, weg damit. Danke. Ah. Ja. Es gab vor kurzem, hat eine Frau in Anwesenheit von Trump das sogenannte Fuck You Clapping erfunden. So hat sie es ihm gemacht. Das könnte man jetzt auch machen. Also, Martin, ich fände es ja, wir könnten überlegen, wenn wir heute noch lustig sind, ob wir nachher nochmal mit dir irgendwie auf so einen voll besetzten Platz gehen. Ja, und dann liest du nochmal wirklich vor, den, das ist ja auch noch ein evangelischer Kirchentag, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich will es gern machen, aber eigentlich mein Reden ist, man darf dem Pöbel nicht zu viel pfeifen, er wird sonst gern toll. Also das ist ja tatsächlich eine Urform der Hasspredigt und dafür nochmal einen großen Applaus und einen Faktenklapp.
Genau, mit dem Ding haben wir uns ja auch nicht nur beliebt gemacht, als wir vor dem Bundestag standen. Also genau, alleine die Worte Juden und Hitler vor dem Bundestag, die Leute sind wirklich richtig sauer geworden. Das war ja auch evangelischer Kirchentag. Es ist ja immer schön, mit den Aktivisten der Giordano-Bruno-Stiftung unterwegs zu sein. Im Moment das 11. Gebot, du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Fantastisch. Ja, dickes Ding. Also die Missbrauchsstudie natürlich. Und hierzu habe ich auch noch mal ein paar schöne Sätze mitgebracht, die im Spiegel standen mit diesem fantastischen Cover, du sollst nicht lügen. Die Autoren hatten laut eigenem Bekunden keinen Zugriff auf Originalakten der katholischen Kirche. Ich finde, diese einzelnen Bullet Points, mit denen kann man immer gut arbeiten, wenn es dann heißt, ach ja, Philipp, weißt du, und die Missbräuche und so weiter, die haben doch eine Studie gemacht und man wird ja immer wieder überschüttet mit diesen Glaubensbekundungen, die eben nicht den Glauben selbst betreffen, sondern den Glauben über den Glauben. Und wenn man da 3, 4 Bullet Points kennt, ist das eigentlich immer ganz hilfreich. Die hatten laut eigenem Bekunden keinen Zugriff auf die Originalakten. Dann sagt einer ganz treffend, die Täterseite, der Täterseite die Datenanalyse zu überlassen, geht gar nicht. In mindestens 2 Bistümern wurden Akten manipuliert und vernichtet. Und was dabei rausgekommen ist, ist das absolute Minimum dessen, was man erwarten kann. Die haben bei ihrem Symposium des Erzbischöflichen Ordinariats Berlin nicht ein einziges Mal über die Missbrauchsfälle gesprochen. Nicht ein einziges Mal. Ich kann es auch irgendwie verstehen, ja, es ist nicht die klügste Aktion, das selbst zu machen, aber damit kann man ihnen natürlich immer gut kommen. So, richtig, Bundesamt für Verfassungsschutz. Hat nicht den besten Ruf, das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber hat sich natürlich auch dazu geäußert. Ja, das ist die alte Buskampagne. Hier sieht man mich ja im Gottlos-Glücklich-Shirt. Einige von euch hatten ein Gottlos-Glücklich-Shirt an. Ja, Herr Kirchenstaat, nein, danke. Du hast ja aktuelle Kampagne. Du hast es auf der Rückseite. Ach so, ihr habt es alle auf der Rückseite. Ah, ja, gut, deswegen. Ich bin in Stuttgart gelandet und bin abgeholt worden von dem Produktionsleiter, der sagte, guckt mich an und sagt, sag mal, wie siehst du denn aus? Du trittst doch heute im Fernsehen auf. Ein silbernes Jackett mit einem grauen Hemd. Aber da sitzen doch alles nur so alte Pfeifen. Das wäre doch gut, wenn du mal ein bisschen jünger rüberkommst. Ja, alles, was ich mithabe, ist mein Gottlos-Glücklich-Shirt. Das nehmen wir. Das ist super. Das ist die Dauerprovokation für den Bischof. Kennst du den Typen? Ja, sag ich, klar, hat mich natürlich informiert. Das ist so ein Arschloch. Das hast du noch nie erlebt. Der ist so arrogant. Der hat kein Wort mit mir geredet auf der ganzen Fahrt. Diese Typen. Und das ist Weihbischof Franz Josef Overbeck. Hier sehen wir ihn mit seinen Freunden auf einer kleinen Klassenfahrt. Ehemaliger Militärbischof, Militärseelsorger. Sympathische Truppe, wie ich finde. Ja, da passt er auch ganz gut rein. Ich denke, er hat sich auch recht wohl gefühlt. Ein bisschen anders verkleidet als die anderen. Overbeck. Ich habe ein sehr vorteilhaftes Foto von ihm herausgesucht. Ganz lange gesucht, damit ihr den nettesten Gesichtseindruck von ihm bekommt. Overbeck hat ganz tolle Sachen gesagt. Die habe ich bei Infosperber gefunden, was auch immer das sein mag. So, Achtung. Homosexualität ist eine Sünde, das wissen wir ganz klar und eindeutig. Das widerspricht der Natur. Die Natur des Menschen ist angelegt auf das Miteinander von Mann und Frau. Außer für ihn. Nicht, dass ich ihn damit ärgern möchte, aber es verpasst schon was, nicht wahr? Achtung. Am Ende steht eine demokratische Überzeugung, deren Begriffe wie Menschenwürde und Menschenrechte ohne das Christentum nicht zu denken sind. Danke für diese Geschichtsstunde. Der liebe Gott mag besonders die Katholiken. Das ist doch eigentlich, das ist schon Realsatire, oder? Das ist ein richtig geiler Satz. Wisst ihr, mit einem Katholiken diskutiert, ne? Ja, das erinnert mich an Franz Josef Overbeck. Ja, den kenne ich, Militärbischof. Ja, der hat doch mal gesagt, der liebe Gott mag besonders die Katholiken. Aber er hat noch was Schönes. Ohne Religion und ohne gelebte Praxis von Religion gibt es kein Menschsein. Also, ich glaube, wir sind hier alle eine Einbildung, denn wir können ja gar kein Mensch sein eigentlich. Wir ohne Religion und ohne gelebte Praxis von Religion. Herrlich, der einzige Vorteil daran ist, dass er in Essen lebt. Und in Essen, ich habe es extra nachgeguckt für euch, gibt es eine sehr hohe Dichte an Psychotherapeuten.
Er wohnt hier oben, Kreuzgang Dom Essen. Er hat einen kleinen Fußweg, aber falls er, ja, da kann er alle mal abklappern, da wird schon einer dabei sein oder eine, die ihm helfen kann wahrscheinlich mit solchen Aussagen. So, jetzt lese ich euch eine kleine Passage vor aus diesem Nachtcafé. Ganz rechts sitzt eine Frau, die bei der Caritas oder Diakonie gearbeitet hat, jahrelang ehrenamtlich. Dann hat man ihr angeboten, dass man sie übernimmt, damit sie endlich auch Geld verdient. Sie hat, glaube ich, eine Tafel oder Kleidersammlung oder was geleitet. Und dann kam heraus, sie ist geschieden. Ging die Sache natürlich nicht mehr. Deswegen hat man sie hier eingeladen. So, da sitzt Icke, Axel Hochrein, Lesben-Schwulenverband Deutschland, spielt jetzt für diese Szene keine Rolle. Wieland Backes, Moderator. Ich glaube, er hat die Sendung beendet mit dem Witz. Nur wenn man dann in eine Kirche betritt, wird man auch längst kein Christ. Man wird schließlich auch nicht zum Auto, wenn man eine Garage betritt. Und ich sag mal, ein Christ erzählt so einen Witz vermutlich eher nicht. So, daneben sitzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hätte ich fast Eva Braun gesagt. Petra Bahr, danke. Petra Bahr, damals Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche Deutschland. Und das ist für mich wirklich das beste Beispiel für die sogenannte Götterspeise. Christin, die kriegst du nicht an die Wand genagelt. Ja, du kannst machen, was du willst, kannst sagen, was du willst. Die lächelt alles weg. Ach ja, Herr Möller, aber Gott ist doch nur die Liebe. Und wenn Sie sagen, man könnte wissenschaftlich alles so gut begründen, können Sie mir dann auch wissenschaftlich begründen, warum Sie Ihre Frau lieben, Herr Möller? Sag ich, ja, es geht sogar. Ist auch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, Liebe als etwas zu verstehen, dass ich wissenschaftlich erklären lässt. Das nimmt dem Ganzen schließlich auch den Zauber nicht. So, dann kommt Franz Josef Overbeck, dann kommt Dominik Treimer, so ähnlich, müssen Sie nachgucken, der als Kind in der katholischen Kirche missbraucht wurde und damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und die Redaktion vom SWR Nachtcafé hat ihn netterweise direkt neben den Herrn Bischof gesetzt und auf der anderen Seite sitzt, Achtung, ich habe es extra für euch abgeschnitten, damit ich euch den Anblick von ihm erspare, sitzt ein echter, wie heißen die? Ein echter Pius-Bruder. Mein, du bist ein guter Souffleur hier, falls mir was nicht einfällt. Ein Pius-Bruder, also die Hardcore-Typen unter den Hardcore-Typen, sich sofort in der Sendung homophob geäußert, natürlich, Schwulsein verboten und so weiter. Und also wenn mein eigener Gaydar irgendwie funktioniert, ja, dann war der Typ einfach selber total schwul. Ja, ich bin total bescheuert. Also ich verstehe es nicht, aber gut, wir müssen es auch alle nicht verstehen. Es geht heute um Franz Josef Overbeck. Die Geschichte, was danach, erinnert mich dran, falls ich es nicht sage, was danach mit ihm passiert ist, sage ich euch auch gerne noch. Es ist soweit. Wieland Backes holt mich in die Diskussion und gibt mir die Chance zu beweisen, dass ich erstmalig an einer solchen Debatte teilnehme, meine erste Talkshow. Herr Möller, fragt er mich ganz offen, ist die Kirche glaubwürdig? Und statt anhand kurzer Beispiele zu erklären, wo die Kirche nicht nur im Konflikt mit ihren eigenen Ansprüchen steht, sondern auch mit dem deutschen Gesetz, begebe ich mich als Talkshow-Rookie lieber ganz freiwillig auf das dünne theologische Eis und spreche über Gott. Aber wie? Gott ist ganz offensichtlich eine Erfindung der Menschen, sage ich. Da wird mir wohl niemand widersprechen. Ach, Moment mal, Möller, habe ich das jetzt echt gesagt? Oh, wie schön und einfach doch die Welt wäre, wenn du recht hättest, denke ich mir schon während dieses dämlichen Satzes, mit dem ich mich nicht nur als Anhänger des Naturalismus, sondern auch des Naivismus geoutet habe. Bestens trainiert, holt der Bischof zu einem Kombinationsargument aus. Es gibt zwei Hinweise auf Gott, sagt er. Der eine ist philosophischer Natur und zeigt deutlich, dass wer auf das Menschsein selbst deutlich rekurriert und darüber nachdenkt, deutlich an eine Instanz kommt, die das Unbedingte benennt. Ich habe es später auf YouTube mir noch angeguckt, Pause gedrückt, mitgeschrieben, Pause gedrückt, mitgeschrieben. Er hat genau das gesagt. Wer hat es kapiert? Bitte meldet euch. Okay, wer hat es nicht kapiert? Dann lese ich es jetzt für euch. Ich habe es natürlich fies, schnell, tief, autoritär vorgelesen. Ich lese jetzt nochmal neutraler, langsamer in meiner Sonntagsausgehsprache vor. Ja? Es gibt zwei Hinweise auf Gott, sagt er. Der eine ist philosophischer Natur und zeigt deutlich, dass wer auf das Menschsein selbst deutlich rekurriert und darüber nachdenkt, deutlich an eine Instanz kommt, die das Unbedingte benennt. Jetzt verstanden? Ja, warum nicht? Weil es Bullshit ist, exakt. Es ist einfach nur Quatsch.
Es ist die pure Selbstreferenz. Es ist eigentlich nur irgendetwas dahergeschwafeltes. Und es ist geil, das können die. Deswegen habe ich zu dem Typen in dem Disput Berlin auch gesagt, staatlich finanzierte Rhetorikausbildung. Die können, die haben über Jahrhunderte eingeübt, wie sie so verdammt schlau klingen, dass alle denken, oh Alter, ist der schlau. Was der für Worte kennt. Rekurriert. Mann, muss der viel studiert haben. Rekurrieren ist sich auf etwas beziehen oder so, ne? Auf sich selbst beziehen. Ja, ja, danke. Ich schreib's mir auf und merk's mir auf jeden Fall. Ja, sicher doch, Herr Bischof, alles wird gut. Verwirrten Menschen soll man ja immer erst mal recht geben. Sonst besteht die Gefahr, dass sie gänzlich durchdrehen. Aber während ich mich ernsthaft frage, ob in Messwein wirklich nur Alkohol steckt, verpasse ich die Chance, ihn auf seine nächste Aussage festzunageln. Und das Zweite ist für uns die Offenbarung, das heißt die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Könnte ich dem Vertreter Gottes auf Erden jetzt dazwischengrätschen? Und das muss man lernen, diesen Typen dazwischen zu grätschen, ist super schwer. Dann müsste ich sagen, lieber Herr Overbeck. Sie meinen also, dass wir Menschen über das Menschsein nachdenken, ist schon ein Hinweis auf die Existenz Gottes? Ja? Okay. Und die sehen Sie dann bewiesen durch die Heilige Schrift, richtig? Wenn ich das also mal zusammenfassen dürfte, dann lautet Ihre Argumentation in etwa, der Mensch fragt, die Bibel antwortet, der Mensch glaubt und zack, fertig ist die Laube? Für uns Christen steht am Anfang natürlich noch Jesus, sagt er, in dem nicht nur ein Mensch auf uns zukommt, sondern Gott selbst. Ach ja, sorry, da war ja noch was, fast vergessen. Aber hier ist die Entstehung der heiligen Mischpoke nun endgültig perfekt. Weil unsere christlichen Vorfahren 99,9% der naturwissenschaftlichen, philosophischen Erkenntnisse der alten Griechen verbrannt haben, Endnote, Quellennachweis, stimmt nämlich, wissen wir tatsächlich so ziemlich nichts. Wie gut also, dass es die Bibel gibt. Sie enthält alle Antworten auf alle Fragen und sagt uns, dass ab jetzt nur noch ein einziger Gott existiert, dessen Ebenbild wir sind. Okay, abgesehen davon vielleicht, dass wir nichts wissen und er alles. Und wer alles weiß, der kann eben auch alles, zum Beispiel das Universum basteln. Damit wir unwissenden Menschen von dieser großartigen Tat überhaupt erfahren, beamt dieser Gott sich in eine jungfräuliche Gebärmutter hinein und taucht dann zu Weihnachten als 3-in-1-Gott auf, als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Das alles wissen wir aus der Bibel und dass die Bibel die Wahrheit enthält, wissen wir, weil sie das Wort des allwissenden Gottes ist. Und dass er allwissend ist, wissen wir ja, weil es in der Bibel steht, die ja wiederum wahr sein muss, weil sie vom allwissenden Gott geschrieben ist. Entschuldigen Sie bitte meinen verspäteten jugendlichen Leichtsinn, Herr Bischof, aber wollen Sie uns eigentlich verarschen? Auf manche Menschen, denen dieser Zirkelschluss von Kindesbeinen an als Wahrheit verkauft wurde, mag das ja Eindruck schinden, aber probieren Sie das mal in eine Excel-Tabelle einzugeben. Diese Operation ist nicht möglich, dürfte es da heißen, denn die Zelle bezieht sich auf sich selbst. Danke. Ja. Talkshows. Wir sind also danach essen gegangen. Sender, die sich das leisten können, spendieren danach ein schönes Bankett. ZDF komischerweise nicht, aber der SWR hat es jedenfalls getan. Irgendwo in Stuttgart, auch in die Nähe, einen großen Saal. Und dann gab es viel zu essen und Wein und so natürlich. Ich glaube, Herr Overbeck hat sich schnell verabschiedet. Ich weiß nicht, die Bischöfe, die gehen immer sofort, wenn man mal welche trifft. Aber der Pius-Bruder hat sich natürlich dazu gesetzt. Ich wollte eigentlich bei Benedikt Treimer sitzen, weil Treimer hat was richtig Gutes gemacht. Der hat in dieser Talkshow gesessen und hat gesagt, ich bin in der Kirche missbraucht worden. Ich habe es angezeigt und es gab keine Konsequenzen. Der Mann wurde nur versetzt und das hat bei der Kirche System. Nein, 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 sagt der Overbeck. Das stimmt nicht, das können Sie, wir sind am Aufklären und wenn jemand das aufklärt, dann wir. Das passiert ja überall, aber wir sind wenigstens diejenigen, die sich darum... Nein, sagt er, es stimmt nicht. Er ist versetzt worden, die haben sich gebettelt. Und der Treimer hat gewonnen. Der Treimer hat einfach neben ihm gesessen und hat gesagt, stimmt nicht. Nein, es ist der Fall und das war alles noch bevor die große Blase geplatzt ist, ne, mit dem Missbrauch. Das hat er alles davor noch gesagt. Fand ich so cool, dass ich mit ihm darüber reden wollte. Benedikt Treimer setzt sich hin. Der Platz neben ihm ist frei. Ich will mich dazu setzen. Kommt der Pius-Bruder und setzt sich dazu. Und macht so. Der Treimer wird bleich, guckt mich an. Ist ja alles okay? Sagt er, nee, kann ich mal kurz mit dir reden? Ich so, ja klar. Dann sind wir raus.
Ja, voll am Zittern. Sag ich, was ist denn los? Du hast ja deinen Job heute gut gemacht. Ich fand es richtig cool. Ich war das erste Mal in einer Talkshow, du auch. Ich finde, wir können uns eigentlich beide zufrieden mit uns sein. Wir haben uns hier gut geschlagen. Dann meinte er, ja, darum geht's nicht. Weißt du, was der Typ gerade zu mir gesagt hat? Er sagt, ich sollte mich schämen, mit meinem Fall an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Das flüstert der dem ins Ohr. Was für eine fiese Sau. Es tut mir leid. Aber das ist hier nicht umsonst der Ketzertag. Das ist so eine dreckige Scheißaktion. Ich meine, von einem Pius-Bruder erwartet man das vielleicht auch nicht unbedingt anders. Der Overbeck war da offensichtlich diplomatischer, der ist lieber gegangen. Bevor er nämlich noch in eine Diskussion mit mir kommt oder mit Wieland Backes oder mit dem Treimer oder so, setzt er sich in seine Limo und wird wegchauffiert. Ja, das war mein erstes Talk. Hat jemand von euch meinen Auftritt bei Illner gesehen? Ich habe am Ende die Rückmeldung bekommen, ja, Möller, du hattest schon bessere Tage. Hättest du mehr sagen können? Das ist immer leicht von außen. Ja, hättest du mehr sagen können? Sag ich auch immer zu den Fußballspielern. Hättest du mehr Tore schießen können? Ja, du, ich hab's am Fernseher sehr genau beobachtet. Da hättest du wirklich nochmal, gerade an der einen Stelle, hättest du wirklich einlochen müssen. Also, ja. So, ich versuche ja inzwischen bei diesen Talkshows, ihr erlebt mich jetzt sehr aufbrausend und so, ja, damit holt man sich bei Publikum, die nicht unbedingt der eigenen Meinung sind, nicht immer nur Pluspunkte ab. So, deswegen versuche ich möglichst viel zu lächeln, aber Ayman Masiak war da. Und der Masiak ist richtig sauer geworden. Und er hat mir den ganz großen Gefallen getan. Er ist super autoritär geworden. Und er hat damit natürlich, leider muss man fast sagen, ja, für die vielen Muslime, die ihren Islam als Spiritualität verstehen und vielleicht nicht unbedingt als viel mehr, für die muss man sagen, leider, für unsere Argumentation ist natürlich gut, hat er genau das raushängen lassen, was man Typen wie ihm unterstellt. Nämlich eine richtig schön patriarchale Art. Und da habe ich danach gedacht, eigentlich hättest du ihm das sagen müssen. Das ist eigentlich cool, in so einer Talkshow in die Metaebene zu gehen. Das kann man ja in der Diskussion auch mal machen, zu sagen, wissen Sie was, auf mich wirken Sie gerade, immer schön Ich-Botschaften senden, ja? Auf mich wirken Sie gerade ganz schön autoritär. Damit fühle ich mich gar nicht so wohl, will ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen. Und das kann ich auch nur mitgeben, wenn man mit solchen Leuten diskutiert und man merkt, dass die sauer werden. Lass die ruhig mal sauer werden. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil in der Regel, oder einige, entweder sind sie uninformiert, das kann man immer gut zeigen, oder sie werden wütend. Ha, schön, richtig schön wütend, das ist gemein von mir. Ja, hier kennt ihr vielleicht TV-Tipp von Arte Mediathek. Nichts hat er geschafft, nichts. Das große Image, das ihm voraushält, die Kirche zu reformieren, den Missbrauch aufzuklären, hat sich nichts gebessert. Er lässt sich mit dem Fiat 500 durch die Gegend fahren, damit alle denken, er sei ein armer Mann. Fantastisch. So, kleiner Hinweis, humanistischer Pressedienst, euch allen sicherlich gut bekannt. Auch hier nochmal das Thema Beschneidung, das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Damit sind wir rumgefahren durch Berlin, mein Körper gehört mir. Wir haben ja auch noch immer noch in petto, mein Kopf gehört mir. Sie auch immer wieder drüber streiten, Religionsunterricht, kommen wir auch gleich zu. Die Sterbehilfedebatte habe ich in dem Buch hier auch schon bearbeitet. Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja schon verheizt, bevor sie hoffentlich nicht Kanzlerin wird. So, das letzte Kabinett, damit hat sich katholisch.de gebrüstet, ohne Konfessionslose. Ein ganzes Kabinett Merkel 3, ist ja praktisch, wir müssen es ja nur noch nummerieren, Merkel 1, 2, 3, 4. So, und jetzt Merkel 4. Und jetzt wäre mal meine Frage, ist Angela Merkel säkular? Und dann sagt ihr, ja oder nein? Angela Merkel. Säkular, ja? Nein. Ja? Du meinst ja? Ich glaube es langsam auch. Ja, ich glaube langsam auch, dass die das alles sehr gut taktisch nutzen kann. Aber nein, sie ist nicht säkular. Ich habe das festgemacht an der Frage, ob jemand bei der Vereidigung auf die Bibel geschworen hat. Ich habe im Nachhinein, es war ja gar nicht so wenig Aufwand, das aber auch rauszukriegen, ich habe im Nachhinein erfahren, dass auf bundestag.de sämtliche Abgeordneten aufgelistet sind. Da steht, wann die geboren sind. Da steht deren Wahlkreis. Und die dritte Information ist die Konfession. So, Olaf Scholz, säkular, ja oder nein? Ja, Olaf Scholz, der kann was. Ah, Horle. Der am Ende, dass der beten geht, das glaubst du ja selber nicht. Der hat sich schön im bayerischen Maß aufgemacht. Überhaupt keine Zeit zum Beten, aber natürlich ist der nicht. So, Heiko Maas, spannend. Grenzfall. Kluger Kopf. Jurist.
aber Saarländer. Ah, so. Och, Peterchen. Na, Peterchen. Nix da. Katharina Barley. Richtig. Nicht auf die Bibel geschworen. Hubertus Heil ist jetzt nicht der glücklichste Nachname für einen Politiker. Oh, Raketenursel. Blöde Frage, oder? Julia. Wow, 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 wow. Franzi, Neukölln. SPD. Mad. Hat auf die Bibel geschworen. Ah, Jens Lacoste ist, was es wolle, sparen. Ist auch ein bisschen gemein, immer auf dem rumzubashen. Obwohl. Ja. ziemlich viel Scheiße gebaut, oder? So, Andreas Scheuer. Die Nummer mit dem Diesel. Ich habe auch noch selbst einen Diesel. Die nehme ich ihm echt übel. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist irgendwie so eine Eigenschaft von CSU-Verkehrsministern, oder? Das hat, ich glaube, der Dobrindt, der war jetzt auch nicht die Speerspitze der Demokratie. Nee. Ja gut, Svenja Schulze, wichtige Rolle. Bang, sehr gut. Ja, genau. So, Anja Karniczek, so danach, du hast jetzt verraten, es waren drei, also kommen jetzt noch dreimal die Kreuze. Das ist das Merkel 4-Kabinett bei einer Bevölkerung, die zu über 38% konfessionsfrei ist, mit jungen Leuten, die zu 80% sich nicht als religiös bezeichnen, 61% sich nicht als religiös bezeichnen, ist die Frage, wie volksnah das hier noch so funktioniert. Ne? Und wenn die CDU immer weniger Zustimmung hat, ist es auch nicht so richtig verwunderlich, aus unserer Perspektive gerade. So, danke für die Kirchensteuer. Ich hätte hier so ein Quiz für euch. Wie hoch ist der Anteil Caritas zur Kirchendiakonie beisteuern? 1,8%. Wie viel Prozent der Kirchensteuer sind das? Weil das ist ja die Frage, wenn ich sage, Herr Möller, das wird ja die Kirchensteuer, das ist ja, die Kirchensteuer wird doch eingesetzt für soziale Zwecke. Kann man immer sagen, ja, stimmt. Wie hoch ist denn der Anteil der Kirchensteuer, den die Kirche in Caritas und Diakonie investiert? Je nach Bistum 5-10%. Genau. Hängt vom Bistum ab, aber es sind etwa 5-10%. Wie viele Kirchenmitglieder? Schöne Frage. Wirklich geile Frage. Wie viele Kirchenmitglieder würden austreten, wenn sie erführen, dass dieser Anteil nur sehr gering ist? Hat auch, ich glaube, Carsten Ferk hat es in Auftrag gegeben. Emnet-Institut hat die Leute angerufen, hat gefragt, ob die Kirchenmitglieder sind. Alle, die gesagt haben, ja, ich bin Kirchenmitglied, hat man Aussagen vorgelesen und hat gesagt, wenn sie das erfahren, wie würden sie dann reagieren? Stellen Sie sich vor, Sie würden erfahren, dass der Anteil, den die Kirche in Caritas und Diakonie investiert, sehr gering ist. Wie würden Sie reagieren? Ich lese Ihnen verschiedene Aussagen vor. Sie können mit Ja oder Nein antworten. Ich würde gar nichts machen. Ich würde dem Bischof in den Hintern treten, was weiß ich, was alles kam. Und dann war die Aussage, ich würde aus der Kirche austreten. Wie viele Leute sagen ja? Der Kirchenmitglieder? Hier habe ich was gehört. 50, exakt. Die Hälfte, stellt euch das mal vor, wenn wir die Info verbreiten. Ich bin ja dabei, aber können wir. So, welche Regierung hat dafür gesorgt, dass die Konfession in der Lohnsteuerkarte genannt werden muss? Die Hitler-Regierung, richtig. Was kostet der Einzug der Kirchensteuer? Viel, danke. Also, wenn euch Leute erzählen, Herr Möller, die Kirche, ja klar, zieht der Staat die Kirchensteuer, hey, historische Gründe, aber dafür lässt er sich das ja auch gut bezahlen, nicht wahr? Ja, er lässt es sich bezahlen, aber nicht gut. Die Kirche zahlt etwa 300 Millionen Euro pro Jahr Aufwand an die Finanzämter, damit die das machen. Jetzt hat Carsten sich hingesetzt und hat geguckt, weil in Österreich müssen die Kirchen das voll bezahlen und hat von dem Aufwand, der finanziell in Österreich entsteht, das aufs deutsche Kirchensteuervolumen hochgerechnet und dabei kam die Summe von 1,8 Milliarden Euro raus. Haben wir also eine Differenz von 1,5 Milliarden Euro etwa, die wir dafür zahlen, dass die Kirchen, die Finanzämter als, wie nennt man das? Inkassobüro benutzen. Genau, danke. So, von welchen zwei Gesetzen sind kirchliche Betriebe ausgenommen? Ist auch immer nett, wenn man beide wirklich genau kennt. AGG und Betriebsverfassungsgesetz. Genau. Das könnte ja bald ungültig werden. So, ich lese euch jetzt noch eine Passage vor zum Thema Religionsunterricht. Ah, genau, vorher habe ich noch schöne Vergleiche. Es gibt, finde ich, sehr schöne Wortpaare, die man bei
Schule und Kirche gegenüberstellen kann. In der Schule geht es um Wissen, in der Kirche geht es um... In der Schule geht es um Fragen, in der Kirche geht es um Antworten. Schule geht es um Zweifel, in der Kirche geht es um Glauben. Manche sagen ja. Alter Herr Möller, Sie haben vielleicht noch nicht verstanden, dass wir heute im 21. Jahrhundert leben. Auch das Christentum hat sich gewandelt. Ich zweifle sehr wohl auch. Sich aber dann offensichtlich nicht zu Ende. Weil wenn man das bezweifelt, wenn man doch nur anfängt, einmal darüber nachzudenken, muss also wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Schule um Nachdenken, in der Kirche um Nachbeten. Sehr schön. Aufklärung versus Verklärung. Das ist eines der besten Wortpaare, die ich benutze. Je nachdem, wie konfrontativ ich gerade sein will. Es gibt aber noch eines, was ein bisschen netter ist und wirklich eigentlich genauso griffig, und das ist Erkenntnis versus Bekenntnis. In der Kirche und im Religionsunterricht, das muss man auch dazu sagen, im Religionsunterricht geht es um Bekenntnisse, ein bekenntnisorientierter Religionsunterricht. Ihr werdet es immer wieder erleben, dass Religionslehrer euch sagen, ach, weißt du was, Philipp, das hast du auch noch nicht verstanden. Wir klären doch über Religion auf. Sag ich, okay, warum heißt es dann konfessioneller Religionsunterricht? Sollen wir die Ernährungskunde McDonald's überlassen? Ich glaube nicht. Warum sollen wir das Unterrichten über Religion ausgerechnet euch überlassen? Und sagt mir doch bitte nicht, ihr fragt nach Gott. Ich kann jedes beliebige Religionsunterrichtsbuch aus dem Regal ziehen und eine beliebige Seite aufschlagen. Da wird überall rotzfrech davon ausgegangen, dass dieser Gott existiert. Da wird nicht gefragt nach Gott, wie es eigentlich zumindest im Berliner Schulgesetz steht. So, ich habe ja, das muss ich ein bisschen erzählen, an der ersten Schule, an der ich gearbeitet habe, habe ich eine Frau kennengelernt, schon von Weitem, also eine sehr exzentrische Person mit bunter Kleidung und so Armreifen, die immer klimpern. So, und eigentlich war die total nett, bis sie gehört hat, dass ich nicht an Gott glaube. Sie war nicht die Religionslehrerin. Du glaubst nicht an Gott, Frau Düsterbach. Exakt, hier natürlich umbenannt. Und irgendwann habe ich bei Frau Düsterbach mir mal den Religionsraum angeschaut. Und ich habe Materialien gefunden der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, bekannt. Das sind richtige Young Earth Creationists und so weiter, so US-amerikanische. Und dann fragen die Kinder in so Flyern, trage hier ein, wann Jesus dein bester Freund geworden ist. Ganzen Unsinn. Und so, und dann habe ich aber ein normales Religionsbuch gefunden, Spurenlesen aus dem Hause Düsterweg. Und hier ist nochmal ganz klar, dir werden Impulse zum Theologisieren für die Kinder geben. Stellt euch vor, wenn ich das schon lese, jedes Löwenzahnschirmchen ist ein Dank an Gott dafür, wie wunderbar er seinen Garten gestaltet hat. Mein Herz ist manchmal, das soll ein Lehrer sagen, ne? Mein Herz ist manchmal so voll, dass es überläuft und mein Dank an Gott muss hinaus, so wie die Schirmchen wegfliegen. Dort, wo sie landen, kann ein neuer Löwenzahn wachsen, der vielleicht wieder andere Kinder zum Staunen und Singen bringt. Also, sie werden sogar aufgefordert, andere Kinder zum Glauben zu bringen. Es ist kein Wunder, dass meine Tochter nach Hause kommt. Wie gesagt, wir wohnen jetzt am Stadtrand, ein bisschen konservativ, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist Ruhe, die Schulen sind in Ordnung, es ist ein bisschen weniger Verkehr. Wir haben einen Garten und so, das gibt es alles in der Innenstadt nicht. Aber wir haben natürlich eine Menge Spießer um uns herum. Und Spießer schicken ihre Kinder tatsächlich noch in Berlin in die Kirche. Und das heißt, wir lernen Leute kennen, die dann auf einmal sagen, ah nee, am Samstag können wir leider nicht zur Grillparty, da wird unser Sohn getauft. Wo du denkst so, hallo Alter, hast du kein Internet oder was? Hast du noch mal gelesen, was du da veranstaltest? Aber gut, entsprechend kommt meine Tochter natürlich nach Hause und sagt, aber die fragt dann wenigstens nicht, Papa, gibt es Gott oder so? Weil sie ehrlich gesagt das schon weiß, dass das eine recht unwahrscheinliche Annahme ist. Aber sie erzählt mir dann von den anderen Kindern. Und das ist natürlich genau das, was hier losgeht. Ja, die gehen dann zu meiner Tochter und sagen, Clara heißt sie im Buch, aber Clara, der liebe Gott und so, hier steht sie auch. Da sollen die Kinder sagen, danke Gott für meine Eltern und für meinen Hund und die Blumen. So, Gott, unser Schöpfer, wir loben dich, denn du bist groß und du hast unsere Welt wunderbar gemacht. Letztlich steht hier, wenn ich mal den esoterischen Sermon wegstreiche, Gott, du hast unsere Welt gemacht. Das ist Kreationismus, oder? Ja, sicher. Genau, also wenn euch jemand erzählen will, dass der seriöse Religionsunterricht kein Kreationismusunterricht ist, kann man immer sagen, bringt ihr denn den Kindern bei,
dass Gott die Welt gemacht hat und das Universum, Schöpfungslehre, schon mal gehört, erste Klasse. Und wenn die dann sagen, ja, dann habt ihr sie eigentlich. So, deswegen habe ich gesagt, ne, entweder ist der konfessionelle Religionsunterricht keine religiöse Übung oder er ist verfassungswidrig, denn laut Weimarer Reichsverfassung, glaube ich, da steht es drin, darf niemand gezwungen werden, an einer religiösen Übung teilzunehmen. Dieser, der Schulleiter, den wir hatten, der hat mitgekriegt, dass ich mich mit Frau Düsterbach gestritten habe. Weil wir haben natürlich irgendwann im Lehrerzimmer diskutiert und vielleicht kennt er diesen Spruch, mit einem Gläubigen, mit einem wahrhaft Gläubigen über Logik zu diskutieren, ist wie der Versuch, mit einer Taube Schach zu spielen oder so. Und so war die auch. Die hat es einfach nicht verstanden. Sie hat es einfach nicht verstanden. Sie hat gesagt, ja, Herr Philipp, du Klimper, du glaubst doch auch nur irgendwas. Ich glaube, dass es Gott gibt. Und du glaubst, dass es keinen Gott. Dann habe ich gesagt, genau da ist dein Denkfehler. Sammelst du Briefmarken? Nee. Sag ich, okay, dann ist also Nicht-Briefmarken sammeln jetzt dein Hobby oder was? Wenn du mein Nicht-Glauben als Glauben bezeichnest, dann muss ich dein Nicht-Briefmarken sammeln auch als Hobby bezeichnen. Ist das Gleiche, So, und dann hat mich der Schulleiter zu sich gezogen. Ja, ich sage, Herr Müller, kommen Sie mal her, ich muss Ihnen mal ganz ehrlich sagen, also ich kriege das ja alles mit hier, ja, dass Sie ja auch Atheist sind und es ist ja auch alles okay, ja. Ich respektiere das ja, dass Sie da im Fernsehen sind und so weiter, aber soll ich Ihnen mal sagen, wer mir täglich die Kraft gibt, hier in diesem Irrenhaus zu arbeiten? Keine Ahnung, Ihre Frau? Meine Frau, nee. Also auch, klar. Vielleicht ihre Kinder. Ach, meine Kinder, erst recht. Also klar, gewissermaßen. Aber ich meine keinen Menschen. Ihr Hund? Ach, jetzt hören Sie doch auf. Sie wollen mich doch überhaupt nicht verstehen. Gott gibt mir die Kraft. Oh, sag ich, welcher denn? Immer die geilste Frage. Welcher denn eigentlich? Ja, der einzig wahre. Ach, sag ich, das sind die doch eigentlich alle, oder? Ja, sagt er, jetzt machen wir es so. Also, mal ehrlich, ich möchte mir jetzt nicht weiter mit Ihnen darüber streiten. Wir machen das so. Sie halten sich aus dem Religionsunterricht bei Frau Düsterbach raus. Und sag ich, okay, dann hält sich aber auch Frau Düsterbach aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht bitte raus. Ach, jetzt kommen Sie, hören Sie mir auf, so als Blödsinn. Jetzt machen Sie irgendwie Ihren Unterricht weiter. Und in dieser Laune bin ich also zu den Kids gekommen. So, was los, Herr Müller? Fragt Marcel grinsend, als ich den Raum betrete. Hast du Ärger von Herrn Friedrich bekommen oder was? Die Klasse lacht leise und vorsichtig, woraufhin ich die Arme verschränke. Wie kommst du darauf? Frau Düsterbach hat uns gesagt, wirft Ali grinsend ein, dass du bist ein Autist. Jetzt trauen sich die Kids wie üblich, die Kommentare lauthals durch den Raum zu schmettern. Glaubst du wirklich nicht bei Gott, Herr Müller? Psycho, bist du verrückt? Warst du echt im Fernsehen? Allah, er weint, wenn du nicht an ihm glaubst. Ja, Digga? Und er hasst dich, er wird psycho-sauer. Ruhe, rufe ich. Ich darf darüber nicht mit euch reden, okay? Wenn ihr Fragen zu Jesus oder zu Mohammed habt, geht damit zu Frau Düsterbach, die ist hier die Fachfrau für den Glauben. Das hier ist der Mathematikunterricht, deswegen reden wir hier über logisches Denken. So, und jetzt fangen wir an auf Seite, aber Religion ist doch auch voll logisch, wirft Marcel nun wieder ein und grinst in die Klasse. Oder etwa nicht, Herr Müller? Erwartungsvoll schauen mich jetzt 28 Augenpaare an. Also logisch nur wirklich nicht, Marcel. Frau Düsterbach hat gesagt, ruft Michel rein, dass du darfst nicht sagen, dass es keinen Gott gibt, weil du kannst es nicht beweisen. Genau, tönt es aus der Klasse. Keiner kann beweisen, dass es keinen Gott gibt. Deswegen, es gibt's ihm. Okay, Kinder, ihr habt gewonnen. Ich pfeffere das Mathebuch auf mein Pult und ignoriere die offensichtliche Freude der Kids, mich doch vom Matheunterricht abgehalten zu haben. Ich erkläre euch jetzt kurz, ganz kurz, warum ich ganz persönlich nicht von Religion überzeugt bin. Jubel will aufbranden, doch ich hebe meine Hand. Danach machen wir sofort mit dem Matheunterricht weiter. Verstanden? Ungewohnt brav nicken die Kids und schauen mich mit weit aufgerissenen Augen an. Aber bevor ich euch das erkläre, habe ich noch schlechte Nachrichten für euch. Ich schnappe mir einen Schuhkarton und laufe durch die Reihen. Zuerst einmal muss ich leider Geld von euch einsammeln, und zwar ein Zehntel eures Taschengelds. Bei 10 Euro im Monat sind das, Ali, Abo, überschwer! Mann, 1 Euro, du Spast, ruft ein Mädchen aus der letzten Reihe, woraufhin Ali sich schnell umdreht. Fresse, du Ali! Halt ihm den Schuhkarton vor die Nase. 1 Euro, bitte. Der Junge runzelt seine Stirn, schnalzt mit der Zunge und greift in seine Hosentasche, hält dann aber inne. Zisch, warum soll ich eigentlich geben, ja? Weil er das so will. Wer?
Ich denke, du glaubst nicht bei Gott. Ich rede nicht von Gott, sage ich zornig und werde immer lauter, sondern von Alofi, dem allmächtigen Drachen in meinem Keller. Die Kids lachen mich aus, doch ich knalle den Schuhkarton auf das Lehrerpult, baue mich mit ausgebreiteten Armen vor der Tafel auf. Schweigt, rufe ich, reiße meine Augen auf, denn Alofi duldet keinen Spott. Rede mal nicht, ruft jetzt Jamil rein, du hast dir doch nur ausgedenkt. Alofi ausgedacht? Warum sollte ich das tun, Bruder? Du kränkst mich, Jamil, denn Alofi verbietet das Lügen. Es gibt's aber gar keine Drachen, wirft Joffrey ein, nur ein Film. F-U-L-M. Film! Kannst du das beweisen, dass es Drachen nur im Film gibt? Mild lächle ich den Jungen an. Na also, Alofi will aber nicht nur euer Geld, er verbietet euch auch Süßigkeiten zu essen. Aber nach eurem Leben hier auf Erden gibt es dafür so viele Süßigkeiten, wie ihr wollt. 70 Kilo für immer und ewig. Ehrenwort! Ist mir egal, ich esse eben heimlich, ruft Nurchan rein und holt eine Tüte Hilal-Gummibärchen aus ihrer Tasche. Sieht er trotzdem, langsam laufe ich zu ihrem Tisch, denn Alofi sieht alles. Woher weißt du, will sie wissen. Ist so, entgegne ich, er hat mir gesagt. Er soll mir selber sagen, hält sie dagegen. Er kann nur mir sagen, sage ich, denn ich bin der Auserwählte. Guck mal, wie er labert, ja. Sie legt den Kopf zur Seite, verschränkt die Arme. Zeig erstmal einen komischen Drachen. Ist unsichtbar. Ich verschränke die Arme. Aber dann, man kann ihm anfassen, fällt ihrer Nachbarin Algül ein. Geht auch nicht, denn er ist auch unspürbar. Die Klasse lacht. Einige Kids zeigen mir einen Vogel, doch ich greife wieder nach der Box und sammle gnadenlos die Zuckergetränke und Schokoriegel von den Tischen ein. Ey, 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 ich hab Geisterblitz, ruft Kalim jetzt rein. Wir können doch bei deinen Keller gehen, aber wir können Mehl auf Boden streuen und wenn er landet, wir sehen seinen Fuß stampfen. Tut mir leid, sage ich, der Drache landet nie. Schwürmer! Kalim nimmt die Flasche wieder aus dem Karton, fliegt immer im Kreis. Also, keine Süßigkeiten mehr, Kinder, sorry. Aber das war nicht meine Idee, sondern Alofis. Was mit seinen heißen Atmen? Ruft Jasmin rein. Können wir ihm merken? Das ist ein Drachen mit kaltem Atem, kein Feuerdrache. Die Kids werden ungeduldig, lachen zwar, sind aber sichtlich genervt davon, mich nicht festnageln zu können. Nur einer schaut unbeteiligt aus dem Fenster. Also tippe ich ihn an der Schulter an. Jack, wie findest du denn meinen Drachen? Hä? Alofi, der unsichtbare Drache in meinem Keller. Er ist in deinem Keller? Ist er so wie bei Dragon Ball oder eher so wie bei Spyro? Gelächter bricht in der Klasse aus. Also stelle ich mich vor die Tafel, Knie und Füße zusammen. Schließe meine Augen und falte meine Hände vor der Brust. In dieser Pose harre ich aus, bis sich die Kids gegenseitig zur Ruhe ermahnt haben. Als Stille herrscht, rede ich ganz leise. O Alofi, allmächtiger und allgütiger Drache, hab Gnade mit den unwissenden Kindern und nimm sie in dein Herz auf, wie du auch mich einst aufnahmst und schütze sie für immer. Dramen. Als ich die Augen wieder öffne, schaue ich in entgeisterte Gesichter. Viele verkneifen sich das Lachen. Nur Michelle wirkt ziemlich sauer. Bist du jetzt fertig? Du hast dir diesen Kack-Alofi doch nur ausgedacht. Das gibt ihm doch gar nicht. Na und, sage ich. Aber du kannst nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Willst du mich verarschen oder was, sagt sie. Also beende ich den Quatsch lieber. Natürlich will ich dich verarschen, Michelle. Ich will euch alle verarschen. Und genauso wie ihr euch eben gefühlt habt, fühle ich mich, wenn andere von Göttern reden. Natürlich kann ich nicht beweisen, dass es die nicht gibt, aber das muss ich auch gar nicht. Genauso wenig, wie ihr mir beweisen müsst, dass es Alofi nicht gibt. Als Mathelehrer bringe ich euch jetzt einen einzigen, furchtbar einfachen Satz bei. Und wann immer euch jemand etwas erzählen will, könnt ihr euch daran erinnern. Ich gehe zur Tafel und schreibe an. Wenn jemand etwas behauptet, dann muss er es auch beweisen. Und wenn er es nicht beweisen kann, dann glaube ich es auch nicht. So einfach ist das. Dankeschön. Danke. Ja, die Diskussion mit den Kids ist natürlich eine vollkommen andere. Ja, man muss sich ja auf seine Zielgruppe einstellen. Und ich habe ja auch viel Spaß mit denen gehabt. Aber ich habe auch Ärger bekommen dafür, ehrlich gesagt. Ich meine, ich war ja eh nur Vertretungslehrer und ich dachte mir auch irgendwann, wisst ihr was, wenn ihr jetzt Mist hier machen wollt, mir ist jetzt egal, ich mache hier wirklich nur noch Erziehungsarbeit.
So, das habe ich mal per Facebook geschickt bekommen. Es tut mir leid, Weihnachten muss ausfallen. Er hat es gelesen. Er hat mir auch erlaubt, dass ich das Foto poste. Und falls ihr gedacht habt, das war doch Rüdiger Weider, falsch. Das ist Rüdiger Weider, Bruder Spaghettus. Er führt natürlich einen harten Kampf, denn während woanders auf Verkehrsschildern darauf hingewiesen werden kann, wann und wo Gottesdienst ist, darf er jetzt auch in Brandenburg für seine Nudelmesse werben. Bruder Spaghettus führt einen regelrechten Glaubenskampf. Hallo. Es ist seine Überzeugung. Dafür steht er ein und dafür lässt er sich auch, hier haben wir ihn nochmal mit Kopftuchdebatte mal anders. Ich habe ihn auch nochmal ein bisschen gekennzeichnet, damit er noch eher aussieht wie Pierre Vogel. Pierre Vogel heute hier? Nee. Ich frage jedes Mal, ist leider nie da. Gut, danke. Besser. So, er darf sogar mit seinem Kopftuch auf dem Führerschein abgebildet werden. Hat er geschafft. Und Nico Alm hat es sogar geschafft, mit dem Nudelsieb auf dem Kopf abgebildet. Das ist seine religiöse Kopfbedeckung. Ich habe zum Thema Außenkopftuch in Allah gegen Ende auch noch was geschrieben. Auch das in der Islamdebatte, die ist ja wirklich auch nochmal eine ganz eigene. Damit würden wir hier ein ganz eigenes Thema aufmachen. Aber ich finde es immer wichtig zu unterscheiden zwischen dem Begriff Islamophobie, der von Islamisten gezielt dafür entwickelt wurde, heute würde man es Framing nennen, die Kritik am Islam im Keim zu ersticken. Dann gibt es den Antimuslimismus. Und wenn wir Glück haben, dann gibt mir die AfD diesen Text frei, den ich über sie geschrieben habe. Denn ich habe dort in einer Sitzung gesessen, habe einer Frau zugehört, die richtig freigedreht hat und gesagt hat, nur ein nicht vorhandener Muslim ist ein guter Muslim. Ihr Männer wisst ja nicht, wie das ist, wenn man vom Muslim angestarrt wird. Aber die starren anders als die anderen. Und deswegen gehen sie auch sofort, wenige Tage nachdem die Frau eines ihrer weiteren Kinder geboren hat, müssen sie sofort die Ehe wieder an ihr vollziehen. Und weil die sich so benehmen, habe ich auch noch einen Waffenschein, damit ich im Notfall abdrücken kann und so. Die hat Sachen, ich habe das alles aufgeschrieben. Vielleicht denken die ja, das ist halt unsere starke Meinung und bei dem einen oder anderen mag es ja ankommen. Lass doch den Möller das so schreiben. Das ist im Moment meine Hoffnung. Ich glaube, dass ich den Text nochmal kräftig umbauen muss, weil das hat die alles gesagt. Das war echt erstaunlich. Und das ist der Antimuslimismus, den die AfD führt. Und das ist natürlich nochmal ganz was anderes als die saubere Islamkritik, die wir führen. Also wenn man die drei Begriffe in der Diskussion voneinander abgrenzt, dann hilft das. Weil es passiert ja in bestimmten Milieus, dass man sofort als antimuslimischer Rassist gilt, wenn man Islamkritik leistet. Und in anderen Milieus ist man sofort der linksgrün versiffte Gutmensch, der den Untergang des Islam, christlichen Abendlandes dazu beiträgt, wenn man feststellt, dass nicht alle Menschen mit dunklen Haaren Muslime sind und nicht alle Muslime vom Dschihad träumen. Ja, das kann einem ja beides passieren. Das ist ein gutes Zeichen. Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass man eine gesunde Position gefunden hat, wenn man von den Rändern nicht gemocht wird oder falsch verstanden wird. Aber die drei Begriffe voneinander abzugrenzen, hilft. Sehr interessantes Beispiel. Ich war auf der Unteilbar-Demo und es waren wirklich viele Leute da. Es war eine Demo, Solidarität statt Ausgrenzung für eine offene und freie Gesellschaft. Und da fühle ich mich natürlich sofort angesprochen und gehe dahin und bin unter meinen Berliner Leuten. Alles ist bunt, es gibt ein paar Drinks am Rand. Herbert Grönemeyer spielt am Ende, er spielt nur zwei Lieder, sodass meine Frau sagt, boah, auf so ein Konzert gehe ich nie wieder. Und ich sage, du, wir waren auf einer Demo. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Weil es hatte irgendwie echt so einen Konzertcharakter, ja, so einen Eventcharakter. Da waren so Stände am Rand, wo Kai Pirinha verkauft wurde. Es war also wie so ein Karneval der Kulturen, bloß mit politischer Message. Das war schon cool. Aber jetzt ist etwas passiert. Es ist ein Mann aufgetreten, Tarek Tesfu. Tarek Tesfu sagt, ich bin schwarz und schwul und das ist auch gut so, so ungefähr. Und er tritt auf der Bühne auf und er wettert sofort natürlich gegen Horst Seehofer, der ja gesagt hat, Islam gehört nicht zu Deutschland. Jetzt macht Tarek Tesfu was sehr Interessantes. Und das bezeichnet Schmidt-Salomon als Imperialismus. Er zeigt, dass er auf der richtigen Seite steht, indem er nicht nachdenkt, sondern so empört wie möglich gegen seinen Gegner ist. Fast egal, was der sagt. Und deswegen sagt er,
vor keine Ahnung wie viel, da waren wirklich Hunderttausende oder was, war riesig. Und hier unten ist die Bühne, ja, hier ist die Siegessäule, hier unten ist die Bühne. Es war echt krass voll, ich stand hier irgendwo, also wirklich mittendrin unter tausenden bunten, offenen Leuten und die applaudieren dem Tarek Tesfu für alles, was er sagt und Rassismus sei im deutschen Gen eingeprägt und so weiter. Und die Deutschen sind so rechts, dass die Heide wackelt und so. Ich so, ja, gut, ist ein bisschen pauschal, aber lass mal. Und dann sagt er, und wenn Horst Seehofer sagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, dann kann ich nur sagen, der Islam gehört sowas von High Five zu Deutschland, dass es gar nicht besser geht. Und alle um mich herum klatschen. Spannend, habe ich gedacht. Ihr demonstriert hier für eine offene Gesellschaft und stellt einen schwarzen Schwulen auf die Bühne, der wahrscheinlich keine Woche unbeschadet in einem islamisch regierten Land existieren könnte. Und beklatscht am Ende dafür, dass er sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und das war ein super komisches Gefühl. Und es war ehrlich gesagt wie ein Fehler in der Matrix für mich, weil ich da stand und dachte, yes, ich hier unter meinen bunten Berlinern und überall wird auch mal ein Joint geraucht. Komm, gib mal her, lass mal auch mal ziehen. Voll geil hier. Und einen schönen Caipirinha am Start. Und dann sagt er das und alle klatschen. Ich habe echt eine Gänsehaut bekommen, so eine Negativ-Gänsehaut, weil dieser Imperialismus, den Schmidt-Salomon in die Grenzen der Toleranz sehr gut beschreibt, da offensichtlich zieht. So, ich will einen letzten Satz zum Buch sagen. Wir reden ja hier über Religion. Und ich habe, seitdem ich Arnold das zugesagt habe, ein bisschen Bammel vor diesem letzten Punkt. Aber ich will mal so, ich habe das noch geschrieben, so ist das eben in der Gottesrepublik Deutschland, die Bevölkerung ist aufgeklärter als ihre Regierung. Ich habe mich in meinem jetzigen Buch, Ich gehe Bundestag, habe ich an meiner Tochter versprochen, die Welt zu retten, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass die Welt kurz vorm Untergang steht. Ja, wenn man hingeht und der Tochter genau das verspricht, dann muss man ja davon ausgehen, dass die Welt immer schlechter wird und dass sie auch kurz vorm Weltuntergang steht. Ich bin also seit 10 Jahren unterwegs, ziemlich genau jetzt, 2009 war die Bus-Kampagne, um für ein evidenzbasiertes und rationales Weltbild zu sorgen und muss erst Hans Rosling lesen. Wer kennt Hans Rosling nicht? Okay, das ist gut. Muss erst Hans Rosling lesen, um zu erfahren, dass sich in meiner Annahme, die Welt würde immer schlechter, evidenzbasiert komplett falsch liege. Hans Rosling stellt eine Frage, ihr seht, es ist noch nicht so ausgereift, das ist das neue Buch, ich muss die Show schreiben dafür, ich muss sie auch wirklich ein bisschen klüger aufbauen. Aber Hans Rosling stellt die Frage, die ich vielen Leuten gestellt habe. Heute, warte, wie formuliert er es? Die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, hat sich in den letzten 20 Jahren A halbiert, ist B gleich geblieben oder C verdoppelt? Ja, ihr sagt jetzt alle halbiert. Wusstet ihr es wirklich? Ja, Spiegel, vielleicht über die Kolumne. Ah, genau. Nee, früher war alles schlechter, so rum heißt es. So, und das zieht der aber durch so ein paar Themen durch, sodass ich sagen musste, krass, ich habe gerade das Gefühl, der Rosling hat mir ins Gehirn gegriffen und mein Weltbild vom Kopf auf die Füße gestellt. Denn ich bin ja losgezogen, um mit den Politikern zu schimpfen, um klarzumachen, dass das ja hier alles gar nicht mehr geht. Und natürlich gibt es Luft nach oben und natürlich hat das System Lücken und schwarze Schafe und braune Schafe, ja. Aber es ist nicht so, dass das alles totaler Crap ist. Kennt ihr die SDGs, die Sustainable Development Goals? Wer kennt die nicht? Die Sustainable Development Goals. Die UN hat im Jahr 2015 17 Ziele beschlossen, die die Staatengemeinschaft miteinander erreichen will. Keine Armut, kein Hunger, Bildung für alle, Trinkwasser für alle, medizinische Versorgung für alle. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, sag mal, entschuldige mal, aber in welcher naiven Welt lebt ihr eigentlich? Und tatsächlich ist in all diesen Bereichen eine Verbesserung da. Das heißt, ich habe mich mit diesem Buch vor allen Dingen deswegen so schwer getan, weil ich ehrlich gesagt mit einer total falschen Prämisse losgelaufen bin. Ich habe gedacht, die Welt wird immer schlechter.
Und es gibt ultra viele Leute, die sich total schwer tun damit, anzuerkennen, dass das faktisch gesehen richtig ist. Es gibt problematische Bereiche. Blick auf den Umweltschutz, komme ich gleich noch zu, insbesondere Klimaschutz, ist es natürlich so, dass wir eine gigantische Aufgabe vor uns haben. Aber ich bin losgezogen, um für meine Tochter die Welt zu retten, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir auf die Apokalypse zusteuern. Und jetzt will ich mal eine Frage in den Raum stellen. Und ich weiß, das kann eine extrem kontroverse Debatte geben. Das ist gut so, weil ich nicht immer als Humanist vor Humanisten über Humanismus reden will und am Ende haben wir uns alle lieb und haben alle nichts gewonnen, weil wir ungefähr genauso schlau sind wie vorher. Ich will mal eine Frage in den Raum stellen. Es gibt dieses Cover von der City. Hier werden Fridays for Future Kids gezeigt, die sagen, wir sind Greta, und hier unten steht, Achtung, Schulstreik fürs Klima, warum rechnen lernen, wenn die Tage der Erde gezählt sind? Es gibt sehr unsympathische Leute und auch richtig beschissene Leute, die behaupten, diese Fridays for Future und Greta-Bewegung hätte religiöse Züge. Und das Schlimme ist, man soll ja Populisten dort Recht geben, wo sie Recht haben, damit sie nicht mit halben Wahrheiten ganze Erfolge erzielen, Schmidt-Salomon. Wenn man sich das mal genau anguckt, dann sind da sicherlich nicht alle so. Aber das Weltuntergangsszenario, was gezeichnet wird, woraufhin diejenigen, die sich in Askese zurücknehmen und über Verzicht symbolisch zeigen, dass sie zu den Heiligen gehören, die das nicht mehr tun. Und jetzt hat man auch noch eine Lösung dafür, die, da muss ich leider sagen, es gibt tatsächlich Parallelen dazu. Und ich bin losgezogen, bevor die Fridays for Future aufkamen, letztlich mit der gleichen Idee und stehe heute da und gucke mir an, Party ohne Morgen, unser Hedonismus und seine Umweltfolgen. Auch das ist ja eigentlich eine klassisch religiöse Argumentation. Der böse Hedonismus, wir die bösen Menschen, das ist, Schmidt-Salomon sagt, das ist eigentlich schon antihumanistisch, das ist misanthropisch. Und den Vogel für mich hat abgeschossen einer der Hauptspeaker der Scientists for Future, nämlich Eckhard von Hirschhausen. Ja, ich weiß, der hat einen Knall. Ja? Der hat mit dem Jesus-Ding gesungen und so weiter. Aber er setzt sich tatsächlich zu Maybrit Illner in die Talkshow und sagt, wir sind der Krebs dieser Erde geworden. Und das ist etwas, mit dem ich euch hoffentlich ein bisschen irritiert und nachdenklich in den Abend schicken will. Ist dieses misanthropische Menschenbild, Weltbild berechtigt? Steuern wir wirklich auf den Weltuntergang zu? Ist das gerechtfertigt zu sagen, die Tage der Erde seien gezählt? Und ist es richtig, ich will mal einen Satz sagen, die Bewegung der Fridays for Future halte ich nach wie vor für wichtig, aber sind ihre Inhalte denn auch tatsächlich immer richtig? Ist es tatsächlich gerechtfertigt? Gibt es dafür eine Basis, dass wir sagen, wenn wir in 12 Jahren nichts geändert haben, dann gibt es eine Spirale, dann gibt es Kipppunkte, dann können wir nichts mehr tun. Die Fridays for Future Kids sitzen im Bundestag vor der Leiterin des Umweltausschusses und allen Umweltpolitikern, werden eingeladen, sie wollten eigentlich eine Rede vor dem Bundestag halten, so wie ich, wurde aber nicht zugelassen. Stattdessen hat man ihnen erlaubt, einmal mit dem Umweltausschuss zu sprechen. Und da sitzt eine 14-Jährige, die sagt, wissen Sie, warum ich hier sitze, Frau Kötting-Uhl, Umweltausschussvorsitzende, wissen Sie, warum ich hier sitze? Weil ich in 10 Jahren noch Luft zum Atmen haben möchte. Wo ich mir denke, naja, also die Luftqualität wird eigentlich eher besser. Und in mir, ehrlich gesagt, als Vater, okay, sie ist 14, ich bin 38, hätte mit 24 ein Kind kriegen müssen, geht ja, ja, die könnte meine Tochter sein, habe ich ehrlich gesagt den Impuls hinzugehen und zu sagen, es ist ein Problem und es ist bisher nicht richtig angegangen worden, aber du brauchst keine Angst haben. Das Erste, was Greta Thunberg in ihrer Rede sagt, ist, I don't want you to be hopeful, I want you to panic. I want you to feel the same panic I feel every day. Ich möchte, dass ihr Panik habt, dass ihr die gleiche Panik spürt, die ich jeden Tag spüre. Woraufhin man auch sagen könnte, Leute, don't panic ist die Ansage, die funktioniert. Es ist richtig,
Stress zu machen. Es ist richtig, den Politikern, die es jahrelang ein bisschen versäumt haben, Feuer unterm Hintern zu machen. Aber mal auch als Frage, ich kann es noch nicht beantworten, aber ist es gerechtfertigt, dass ein Teil einer Generation, es ist ja nicht eine ganze Generation, also hier steht ja auch nicht die Generation Greta, aber es ist ja durchaus eben auch immer nur ein bestimmtes Milieu. Da hat Sarah Wagenknecht mir gegenüber sehr gezielt darauf hingewiesen, die auch sagt, ja, wissen Sie, wer da demonstrieren geht? Das sind diejenigen, die sich überhaupt Flüge leisten können. Die Kids, die sich das Fliegen nicht leisten können, die gehen da in der Regel nicht mit. Das ist ein bildungsnahes Milieu, was es sich erlauben kann, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unentschuldigte Fehltage zu haben. Aber gut, aber ist es richtig, dass Kinder Angst haben und wie ethisch vertretbar ist es eigentlich, dass man aus der Angst politisches Kapital schlägt? Ich bin gestartet. Wir können es gerne gleich diskutieren, ja? Du sagst, was denn sonst? Ich bin gestartet mit der puren Überzeugung, mit dem heimlichen Plan, Mitglied bei den Grünen zu werden. Und ich muss im Endeffekt feststellen, dass mir deren Politik heute zu moralistisch ist. Ich weiß, dass es auch progressive Grüne gibt, dass es auch rationale Grüne gibt. Aber ich habe die Bundestagsfraktion kennengelernt. Und die klimapolitische Sprecherin der Grünen sagt, die Uhr tickt. Das heißt, sie argumentiert letztlich, das habe ich ihr gesagt, mit der Angst, ist aber so, ja gut, die Uhr tickt immer, also die eine von den Grünen sagte, wir werden alle sterben. Da habe ich gesagt, ja, stimmt. Also, das ist richtig. Aber ist es richtig, mit dem Weltuntergang zu arbeiten? Ich war selbst total apokalyptisch und habe im Laufe dieser Arbeit gelernt, dass es für mich einfach der falsche Spirit ist. Ich glaube, wir können uns viel eher einer Thematik widmen, wenn wir, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, daran glauben, dass es möglich ist. Denn wenn wir nur von dem bösen Hedonismus sprechen und dass die Tage der Erde gezählt sind, ist das wirklich das einzige Mittel, was wir haben, um Politik zu ändern? Zu behaupten, dass die Welt untergehen würde? Hat das nicht auch ein Stück weit, und deswegen finde ich, hat es hier durchaus seine Berechtigung, hat das nicht auch ein Stück weit religiöse Züge? Es ist eine Weltuntergangsstimmung. Es ist eine Weltuntergangsstimmung. Psychologisch ist es eine Weltuntergangssekte. Ich würde gerne, ich weiß nicht, wie die Veranstalter das sehen, wollen wir das diskutieren? Es ist ein wichtiger Teil meines neuen Buches geworden. Ja? Deswegen bringe ich es hier einfach mal an. Weil mir ist es lieber, die Dinge progressiv anzugehen und über technische Lösungen nachzudenken. Denn mal ganz realistisch betrachtet, der Blick nach China, wie viele Kohlekraftwerke bauen die gerade? So ungefähr. So. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können und sagen, können wir uns auch noch weiter betreiben. Aber ich glaube, wir werden es nur schaffen, Deep Decarbonization nennen die das, die tiefe Dekarbonisierung, indem wir Alternativen entwickeln, die es Schwellenländern erlauben, sich trotzdem aus der Armut heraus zu entwickeln, ohne maximal CO2 auszustoßen. Nun weht nicht überall der Wind. Es scheint auch nicht überall die Sonne. Das ist die Frage, kriegen wir das mit erneuerbaren Energien hin? Es ist, ich bin seit 8, 9 Jahren mit Religionskritik beschäftigt. 10 Jahren. Mit Reinlesen vielleicht 12 Jahren. So. Und es ist für mich ein neues Thema, was ich mega spannend finde, was auch endlich mal ein bisschen naturwissenschaftlicher ist, wo es um Lösungen geht. Und ich stehe heute da und ich kann euch selber die Antwort noch nicht genau geben. Wir haben uns jetzt die Frage gestellt, glauben wir denn daran, dass es möglich ist, das Ruder rumzureißen? Oder gehen wir tatsächlich davon aus, dass im Jahr 2050 hier eine solche Heißzeit herrscht, dass man in weiten Teilen der Welt nicht mehr leben kann? Die stehen auf den Fridays for Future Demos und sagen, im Jahr 2050 werden 6 Milliarden Klimaflüchtlinge unterwegs sein und niemand widerspricht. Ich weiß, es ist schwer, ich will die Klimadebatte, also ich habe sie jetzt aufgemacht, ja. Ich will euch sagen, was mich beschäftigt. Es beschäftigt mich die Frage, wie apokalyptisch und wie quasi religiös ist eine solche Bewegung. Ich habe für mich eine Schlussfolgerung gefunden. Die Schlussfolgerung lautet, es geht mir nicht darum, die zu diskreditieren. Es geht auch nicht zu sagen, hört auf damit. Das kann ich ja eh nicht sagen. Die machen, was sie wollen. Ist auch gut so. Aber ich wünsche mir eine leichte Kurskorrektur.
Und die leichte Kurskorrektur sagt, das habe ich der Luisa Neubauer auch gesagt im Bundestag, leichte Kurskorrektur lautet, liebe Leute, dreht mal den Apokalypsus-Regler einfach ein bisschen runter. Das geht auch ohne. Philipp, warum hast du deine Kinder eigentlich nicht mitgebracht zur Fridays for Future Demo? Haben die Grünen mich gefragt. Ich habe 3 Tage gebraucht, um für mich eine Antwort zu finden, weil ich nicht möchte, dass sie Angst kriegen. Ich glaube nicht, dass Angst der richtige Motor ist, um das zu beenden. Ich glaube nicht, dass Panik die richtige Variante ist, um damit richtig umzugehen. Und ich glaube, dass das Thema bedeutend komplexer ist, als sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, wir müssen jetzt alle Verzicht üben. Das ist richtig, man kann mit ein paar symbolischen Handlungen sein Image aufpolieren. Es ist aber die Frage, was das wirklich daran ändert, an dem Problem. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, die Flucht nach vorne anzutreten und hardcore an der Entwicklung klimafreundlicher Technologien zu arbeiten, die es den Leuten ermöglicht, aus der Armut rauszukommen. Weil ansonsten werden sie uns alle sagen, ja hier, ihr habt wie lange CO2 rausgestoßen? Wir sind hier 1,5 Milliarden Chinesen, wir sind hier 1,2 Milliarden Inder. Wir wollen Strom haben. Habt ihr auch? Wir bauen Kohlekraftwerke, ist uns scheißegal. Ich weiß, es ist ein schweres Thema. Wir können es gerne diskutieren, aber ich finde die Frage am wichtigsten, weil sie zu uns als Ketzertag passt, welche religiösen Züge hat eine solche Bewegung? Aber jetzt erstmal einen ganz herzlichen Dank für eure viele, viele Aufmerksamkeit. Dankeschön.